Herzlich willkommen im Hangar vom BPFV. Bleibt dran, denn heute geht es um ein total schmieriges Thema. Thema Motorenöl ist ja sehr wichtig in der Fliegerei. Warum eigentlich? Naja, wir arbeiten mit Verbrennungsmotoren und die brauchen nach wie vor Schmierstoffe. Die einen mehr, die anderen weniger. Je nachdem, wie neu und effizient die Motoren arbeiten. Und dementsprechend ist das einfach ein verpflichtender Teil des Vorflugchecks, den Ölstand zu kontrollieren und gegebenenfalls nachzufüllen. Gehe ich da einfach hin, reinschauen, reingucken, reinkippen, wohlfühlen, losfliegen? Gottes Willen. Also, echt nicht? Immer mit Bedacht und vor allen Dingen dadurch, dass wir im BPFV mittlerweile drei unterschiedliche Flugzeugtypen mit drei unterschiedlichen, ja genau genommen vier unterschiedlichen Motorentypen haben, ist das immer etwas unterschiedlich. Sowohl die Ölstandskontrolle als auch die Ölsorte, die dann entsprechend rein muss. Was für Motorentypen haben wir bei unseren Flugzeugen im BPFV? Wir können es in drei Kategorien unterteilen. Wir haben einmal den Lycoming. Das ist der Motor in der 172er Cessna. Dann haben wir die Rotax-Motoren, die in den Tecnams verbaut sind. Und wir haben die Dieselmotoren von Thielert bzw. jetzt Continental, die in allen drei DA40 drinstecken. Okay. Ein Öl für alle? Nein. Jeder Motor hat sein eigenes Öl. Also hier steht zum Beispiel das Sport Plus 4 für den Rotax-Motor. Da haben wir das Diesel Ultra für den Thielert. Beziehungsweise dann der Lycoming nochmal ein anderes Öl. Okay. Und das kleine Putzige hier, ist das ein Spezialöl jetzt für was ganz Bestimmtes? Das ist unsere Dosierhilfe. Hat einfach die Bewandtnis, dass unsere Piloten gewohnt sind, relativ viel Öl nachzufüllen, weil die Lycoming-Motoren im Schnitt zwischen Min- und Max-Level 4 Liter Differenz hatten. Und bei dem Rotax sind es beispielsweise nur ein halber Liter Differenz zwischen Min und Max. Das heißt, wenn man da eine ganze Dose nachfüllen würde, so wie man das bei den Lycomings gewohnt war, schießt man zwangsläufig über das Maximum hinaus. Das heißt, wir müssen gucken und einfach dann Dosierhilfen bereitstellen, damit die Leute maximal 200 Milliliter bei dem Rotax auf einmal nachfüllen, weil das völlig ausreicht. Was passiert, wenn ich zu viel Öl einfülle? Na, in der Regel bläst es dann über den Überlauf raus. Es ist aber gerade bei dem Protax eben nicht wünschenswert, dass da ausgeblasen wird. Das heißt, gäbe es eventuell Schäden am Motor, wenn zu viel Öl eingefüllt wird? Unter Umständen? Ja. Unter Umständen im Drucksystem, ja. Okay. Jetzt gibt es ja verschiedene Motorentypen und wahrscheinlich dann auch bei den Motorentypen unterschiedliche Art und Weisen, den Ölstand zu checken. Genau so ist das, ja. Also der Lycoming ist ja die klassische Lastungsschmierung. Das heißt, wir haben einfach ein Reservoir an Öl, was unten im Motorgehäuse drin hängt. Bei dem Rotax ist das etwas anders. Da haben wir einen Vorratsbehälter, der das Öl entsprechend durch den Sumpf durchfördert. Und da ist es dann so, dass man den Ölstand des Vorratsbehälters prüft und um den richtig zu ermitteln, muss der ganze Ölkreislauf einmal mit Öl gefüllt werden und dementsprechend muss man den Propeller vorher drehen, um das Ölkreislaufsystem einmal zu befüllen. Propeller drehen ist ja eigentlich sehr verpönt, dass man an den Propeller geht und dreht jetzt vor dem Anlassen. Ist das bei der Tecnam auch ein Problem? Nein, überhaupt nicht. Bei dem Rotax generell nicht. Ganz einfach aus dem Grund, weil der per Hand gar nicht angelassen werden kann, wie jetzt ein Lycoming-Motor. Einfach über das Getriebe, was auf dem Motor drauf sitzt. Der Lycoming, da ist der Propeller ja direkt auf der Kurbelwelle montiert. Und bei dem Rotax haben wir ein Getriebe zwischendrin, das etwa im Verhältnis 1:2 übersetzt. Das heißt, ich kriege die Drehzahl, die ich bräuchte, um den Motor mit Hand anzuwerfen, durch die Übersetzung gar nicht am Propeller hin. Ich müsste den Propeller vorne so schnell drehen, das schaffe ich mit Hand einfach. Okay. Lass uns mal zu den Flugzeugen gehen, zu den unterschiedlichen Motoren. Schauen wir uns mal an, wie man das macht. Öl prüfen, nachfüllen, damit man auch sieht, bei welchem Flugzeug jetzt man welche Methode anwendet, um das ordentlich zu machen. Sehr gerne. Okay. Wir sehen uns. Ja, wir sind jetzt hier vor der DA40 mit dem 125 TAE. Thielert-Motor hat ein maximales Fassungsvermögen der Ölkreislauf von 6 Litern. Der Minimalstrich fängt bei 4,5 Litern an, das heißt, wir haben
eine Differenz zwischen Min und Max von 1,5 Litern. Und unser Erfahrungswert zeigt, dass wir mit einem Liter, also der großen roten Dose, etwa 33 Stunden auskommen. Das heißt, man muss zwischen den Wartungen im Schnitt zweimal so eine Dose nachfüllen. Also die Ölstandskontrolle bei dem Diesel ist im Prinzip wie beim Auto. Der Motor ist kalt. Ich brauche nichts machen, außer den Ölstab herauszudrehen und dann entsprechend zu schauen, wie viel der Ölstab anzeigt. Ist da jetzt genug Öl drin oder sollte es nachgefüllt werden? Nein, also wir haben jetzt hier ein gutes Drittel noch an Öl drin. Wir sehen jetzt, hier ist der Minimal, das wäre der Maximalstand. Alles, was hier dieses Gewinde hat, ist praktisch der Bereich zwischen Min und Max. Und wir haben jetzt hier etwa ein gutes Drittel ist mit Öl benetzt. Das heißt, wir haben also noch gut 5 Liter im System drin. Wir brauchen nichts dafür. Nein, das reicht für gute 10 Stunden. Wie fest muss ich den Ölstab jetzt anziehen? Überhaupt nicht fest. Also ich gebe ihm noch mal so ein, wenn ich merke, okay, er ist am Ende, dann gebe ich ihm noch mal so einen kleinen Schubs. Aber wirklich nur ganz handzart. Weil allein dadurch, dass der Motor sich dann ausdehnt durch die Wärme, wenn er läuft, kann sich da nichts von alleine öffnen. Das heißt, es ist vollkommen ausreichend, wenn ich ihn einfach ganz leicht festziehe, sodass er sich nicht alleine losdreht. Das reicht wirklich. Wir sind jetzt hier vor der Tecna mit dem Rotax 912 S2 und auch hier werden wir jetzt mal den Ölstand kontrollieren. Allerdings ist das hier ein bisschen anders, weil ich jetzt hier das Öl erstmal durch den kompletten Sumpf durchdrücken muss. Ich kontrolliere zuallererst, ist der Zündschlüssel abgezogen und der Hauptschalter aus. Bei der Tecna ist es so, wir haben hier eine sehr gut zugängliche Wartungsklappe. Ich drücke das hier fest. Hier befindet sich der Ölvorratsbehälter. Den mache ich jetzt auf. Und wenn wir jetzt schauen, dieser flache Bereich hier zeigt uns den Ölpegelstand an, wie er sein sollte. Hier unten ist das Minimum, da oben das Maximum. Und wir sehen, der Ölstand ist jetzt also unter Minimum. Wenn wir also einfach so reinschauen, zeigt es uns viel zu wenig an. Ich lasse jetzt den Deckel geöffnet oben drauf liegen. So ist es offen. Und jetzt fange ich an, den Propeller in Drehrichtung, das ist ganz wichtig, ich drehe, egal bei welchem Flugzeug, niemals den Propeller in Gegendrehrichtung, um den Kreislauf einmal durchzubewegen. Und dabei ist es nicht entscheidend, wie schnell ich den Propeller drehe, sondern dass ich ihn mit Gefühl so bewege, dass ein Zylinder an den oberen Todpunkt kommt. Das merke ich dadurch, dass der Widerstand am größten wird. Und jetzt hatte ich wieder eine Periode, da war es sehr leicht und jetzt geht es wieder schwerer. Und an diesem Punkt, wo es ganz schwer geht, halte ich kurz und bewege ihn ganz langsam. Dadurch habe ich einfach die größte Kompression im Zylinder und dadurch bewegt sich das Öl einfach am schnellsten oder wird es am schnellsten durch den Motor gezogen. Jetzt hat es gerade geklugert, wie man gehört hat. Und jetzt schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Und wir sehen, der Ölstand ist also gut über die Hälfte. Wir sind also im oberen Zweidrittelbereich, was der Ölfüllstand ist. So. Jetzt hat es einmal gegurgelt. Ich drehe jetzt nochmal weiter, bis es dreimal gegurgelt hat. Um zu demonstrieren, was das nochmal für einen Unterschied macht beim Pegelstand. Wir haben festgestellt, dass das auch bei warmem Motor, wenn man einfach nur den Stab rausholt und anschaut, zu wenig anzeigt. Und wir sehen jetzt,
dass der Ölstand ganz knapp unter Maximum ist. Also wir sind da sehr gut mit dabei und dieser Stand sollte für knapp 33 Stunden Flugzeit reichen. Das heißt jetzt, dass genügend Öl im Motor vorhanden ist und dass wir da fliegen können. Ganz genau. Also das Ölreservoir ist praktisch bis zum Maximum fast befüllt. Da können wir mit fliegen und das wird, wie gesagt, für etwa 30 Stunden Flugzeit wird das ausreichen. Also man hat es da schön gesehen, wenn man den Propeller nicht dreht und dadurch den Kreislauf mit Öl befüllt, hat man den Ölfüllstand als unter Minimum angezeigt. Wenn man dann dreht, bis es einmal gegurgelt hat, sind wir im guten Zweidrittelbereich. Und wenn man dann noch ein, zweimal weiter gurgeln lässt, ist man sogar am Maximum. Das heißt, dadurch, dass die Differenz zwischen Min und Max nicht sehr groß ist, lohnt es sich, den Propeller so zu drehen, dass es zwei, dreimal gurgelt, um den richtigen Ölstand eben zu sehen. Und eben da ganz vorsichtig sein mit Nachfüllen. Hätte man jetzt noch oder vergessen zu drehen, hätte man definitiv zu viel Öl im Kreislauf drin. Jetzt machen wir dazu. Der Deckel ist fest und am Anschlag. Hier ist es ganz wichtig, dass wir die Strebe zuerst lösen, dann den Deckel nach unten nehmen und dann ganz wichtig die Schnallen unter die Lasche führen. Die sind orange markiert, das heißt, wenn man die orangene Farbe sieht, hat man es richtig gemacht. Ist die orangene Farbe verdeckt, ist man oben drüber. Ich kann das mal eben kurz zeigen. Das sieht dann so aus. So. Sieht man also die orangene Farbe nicht, ist man mit der Flasche oben drüber und die Klappe ist nicht richtig zu. Die Schnalle muss unten drunter sein, die orangene Farbe muss sichtbar sein und dann ist sie richtig verschlossen. Das war jetzt die Technam und jetzt gehen wir noch schnell rüber zur 172er Cessna und schauen uns da an, wie wir bei einem Lycoming den Ölstand kontrollieren. Hier sind wir jetzt bei der 172er Cessna und hier ist die Ölstandskontrolle genauso einfach wie bei der DA40. Wir brauchen im Prinzip gar nichts zu machen. Wir öffnen die Klappe, drehen den Ölpeilstab heraus und schauen dann, was er uns anzeigt. Wir haben hier entsprechende Kerben im Stab, die uns anzeigen, wie viel drin ist. Wir haben hier den Minimalstand und ganz oben den maximalen Stand. Und der Unterschied zwischen Min und Max sind bei diesem Flugzeug fast 4 Liter. Das heißt, diese mittlere Markierung wären 2 Liter. Und wir haben gesehen, dass der Ölstand bei 8 Quarts, also bei 7,6 Litern etwa ist. Das heißt, wir sind hier auch im Maximum und das reicht bei dem Flugzeug hier auch für etwa gute 20 Stunden. Auch hier ist es wichtig, dass wenn ich den Peilstab zurückdrehe, ich nicht zu fest anziehe, weil ich ihn dann einfach ganz schwer gelöst bekomme, wenn er danach warm und wieder kalt wurde. Deshalb hier auch nur ganz zärtlich anziehen, so dass er sich nicht selbst losdrehen kann. Okay, das war es jetzt zum Thema Öl nachfüllen. Gibt es spezielle Schränke, die wir nehmen, wo die Sachen untergebracht sind? Wo finde ich das ganze Öl? Genau, also wenn wir jetzt Öl nachfüllen müssten, weil wir uns Richtung Minimum bewegen, haben wir hier auf der Westseite der Halle 3 Schränke, jeweils ein Schrank pro Motortyp. Wir haben die auch entsprechend beschriftet mit dem entsprechenden Motor und den entsprechenden Kennzeichen. Da hat jeder Schrank seinen eigenen Schlüssel. Und sie unterscheiden sich im Grunde eigentlich nicht. Hier oben steht immer das neue Öl. Hier sind dann Trichter und Werkzeuge, die das Einfüllen entsprechend erleichtern. Auch bei den T-Lets haben wir jetzt hier eine Dosierhilfe, dass man nicht zu viel auf einmal nachfüllt. Und ganz wichtig ist hier die Liste, bei der man dann eben einträgt, wenn man Öl nachgefüllt hat, dass wir die Kontrolle haben und schauen können, welcher Motor braucht wie viel Öl, weil der Hersteller Maximalverbräuche vorgibt. Das heißt, wir kontrollieren auch regelmäßig, ob der Motor da in den Vorgaben liegt.
oder eben nicht. Darüber lässt sich schon sehr früh erkennen, dass mit dem Motor irgendwas nicht stimmt oder bald irgendwas kommen wird. Ja, jetzt haben wir alles gesehen, wie man mit unseren Flugzeugen beim Ölcheck umgeht. Gibt es noch einen Tipp jetzt von dir, auf was man achten soll, gerade Ölwechsel? Wie kriege ich das Ölflecken weg am Flugzeug? Nehme ich eben ein besonderes Papier? Muss ich auf irgendwas Besonderes noch achten, einfach bei dieser ganzen Maßnahme? Also, wenn es um Öl geht, können wir natürlich wieder das grüne Papier nehmen mit dem Holzanteil. Mhm. Das macht in dem Fall nichts. Öl natürlich entfernen am Flugzeug oder auch an den Händen, bevor man jetzt in den Flieger dann geht. Grundsätzlich, wie bei allem, wenn Unklarheiten sind, wenn man sich unsicher ist, lieber einmal mehr nachfragen als einmal wenig. Gerade bei warmem Motor, wenn man da den Ölstand nochmal prüft, wird in der Regel zu wenig angezeigt. Da darf man sich einfach nicht verrückt machen. Aber wenn man sich da unsicher ist, bevor man was nachfüllt, lieber nochmal nachfragen. Also in der Regel dann eher weniger als mehr oder zu viel? Man muss sehr vorsichtig sein. Also gerade bei dem Rotax ist eben die Toleranz zwischen Min-Max nicht sehr groß. Und von daher, gerade wenn der schon mal gelaufen ist am Tag, muss man vorsichtig sein. Mhm. Ja. Ansonsten kein Thema. Ölwechsel ist, wie gesagt, Standardprozedur und Pflicht beim Außencheck des Flugzeugs. Naja, also die Ölstandskontrolle und das Ölnachfüllen, der Ölwechsel selber wird ja während der Wartung durchgeführt. Mhm. Das heißt, da wird ja das komplette Öl aus dem System abgelassen und wieder neu befüllt. Mhm. Und die Filter werden kontrolliert auf Abrieb und so weiter. Okay. Jetzt gibt es ja die bestimmten Stundenkontrollen, die durchgeführt werden bei den Flugzeugen. Jetzt stelle ich fest, dass mir noch Öl fehlt und die nächste 50 oder 100 Stundenkontrolle ist in einer Stunde fällig. Soll ich dann noch Öl nachfüllen? Natürlich. Also wenn ich jetzt morgens in den Hangar komme, der Motor ist kalt, ich prüfe egal welcher Motor und stelle fest, okay, es sind noch 2-3 Stunden auf dem Flieger, aber der Ölstand ist am Minimum, natürlich fülle ich dann nach. Aber natürlich mit gewissem Maß und Verstand. Das heißt, ich fülle da jetzt bei dem Tilat kein Liter und bei dem Rotax nicht unbedingt einen halben Liter nach, sondern ich schaue einfach, dass ich gemäß des Verbrauchs einfach etwas nachfülle. Vielen Dank. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns. Abonniert unseren Channel, wenn es euch gefällt. Hier unten kriegt ihr noch Links zu unserer Flugschule, zu unserem Verein, zum Fliegen. Gebt uns ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns wieder im BPV-Hangar bei unserem nächsten Thema. Wir sehen uns. Mahlzeit, gute Flüge und, wie man so schön sagt, hat's und einfach. Macht's gut.